Wenn der Gerechte betet. Lukas 22, 31 bis 33. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Obwohl der Sohn Gottes Petrus eindrücklich warnte, hat dieser ihm widersprochen. Nur kurze Zeit später verleugnete er seinen Meister dreimal. Wie reagierte der Herr auf das Versagen seines Jüngers? Wie hätten wir reagiert? Vielleicht so: Ich habe es dir doch vorher gesagt, aber du wolltest ja nicht hören. Jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst. Doch das war nicht die Gesinnung Jesu. Wenn er ein Werk bei uns angefangen hat, dann wird er es trotz unseres Versagens auch zu Ende bringen. Siehe Philipper 1,6. Der Herr sagte hier nicht: Ich werde für dich beten, sondern: Ich habe für dich gebetet. Seine Fürbitte geht den Gefahren, Stürmen und Prüfungen voraus, die uns auf dem Weg nach Hause begegnen. Jakobus schreibt: Das inbrünstige Gebet eines Gerechten vermag viel. Aus Jakobus 5, Vers 16. Wie viel mehr gilt das für das Gebet des Gerechten? Er betete nicht dafür, dass Petrus vor der Versuchung bewahrt wird, sondern dass nach seinem Fall sein Glaube nicht aufhört. Selbst wenn wir uns nicht helfen lassen und aufgrund unseres Versagens fallen, lässt er uns nicht im Stich. Dann greift er, der Gerechte, als unser Anwalt bzw. Fürsprecher ein. 1. Johannes 2, Vers 1. Wenn Sünde in unser Leben kommt, verlieren wir die Freude im Herrn und die praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Oft benutzt der Herr dann sein Wort dazu, um uns zum Selbstgericht und Bekenntnis unserer Sünden zu führen. Johannes 13. Gottes Zusage steht felsenfest: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, 9. Es ist sein Ziel, dass wir glückliche Christen sind, die das ewige Leben in vollen Zügen genießen. Tust du das? Doch der Dienst Jesu als Sachwalter besteht nicht nur darin, von Sünde zu überführen, sondern auch darin, die Wurzel der Sünde aufzudecken. Er möchte uns zeigen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass wir gefallen sind. Die Wiederherstellung von Petrus geschah in drei Schritten. Als Petrus gefallen war, blickte der Herr ihn sofort an, nicht vorwurfsvoll, sondern voller Sanftmut. Dieser Blick traf Petrus mitten ins Herz, denn er weinte anschließend bitterlich. Lukas 22, 60. Das Bewusstsein, dass der Herr uns trotz unseres Fehlverhaltens liebt, sollte auch uns innerlich zerbrechen und zur Buße führen. Der Aufseher unserer Seelen, 1. Petrus 2, 25, ließ Petrus mit seinen Tränen nicht allein. Petrus war der erste der Jünger, den der Herr nach seiner Auferstehung aufsuchte, um mit ihm unter vier Augen zu reden. Lukas 24, 34, 1. Korinther 15, Vers 5. Damit war die Wiederherstellung von Petrus aber noch nicht abgeschlossen. In Johannes 21 stellte der Herr Jesus ihm drei Fragen, um ihm die Wurzel seines Versagens, seinen Hochmut und sein Selbstvertrauen deutlich zu machen. Das Wunderbare ist, dass der Sohn Gottes in diesem Gespräch den Dienstbereich seines Jüngers sogar erweitert hat. Er sollte nicht nur ein Menschenfischer sein, wie Lukas 5, Vers 10 sagt,
sondern sich auch als Hirte um die Schafe Jesu kümmern. Der Herr hat Petrus nicht aufgegeben, obwohl er wusste, dass sein Jünger fallen würde. Er wird auch uns nicht am Boden liegen lassen, wenn wir gefallen sind. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Sprüche 24, Vers 16. So groß ist seine Liebe zu uns, dass er nicht nur für uns starb, sondern auch jetzt vom Himmel aus unermüdlich für uns tätig ist und uns auf seinem Herzen trägt. Warum ist es so wichtig, dass du darüber nachdenkst, was der Herr Jesus jetzt im Himmel täglich für dich tut? Wann hast du ihm das letzte Mal bewusst für diesen Dienst gedankt? Halte ihm heute deine schmutzigen Füße hin, damit er sie waschen kann. David betete: Von verborgenen Sünden reinige mich. Psalm 19, Vers 13. Mach das auch zu deinem Gebetsanliegen. Seid reichlich gesegnet.